Mein ganzer Unterhose ist nass. Hast du dich eingepinkelt? Hahaha. Ha. Du musst was antworten, hallo. Ja, habe ich. Da unten liegen Pommes. Hast du Bock, da ein paar von zu essen? Willkommen zu einem neuen Video, das allererste in diesem Jahr 2020. Frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gesoffen und könnt jetzt aufmerksam diesem wundervollen Video folgen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Das ist Carambella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Bei dem letzten Jahrsagen-Video habt ihr natürlich die 10.000 Likes gehittet wie sonst was. Und deswegen kommt natürlich, wie versprochen, die Rache. Aber heute werden wir es nicht nur so machen, dass nur ich Maurice Aufgaben stelle, sondern er stellt mir Aufgaben und ich stelle ihm Aufgaben. Und wir haben hier ja so eine schöne Windschutzscheibe, beziehungsweise das hier vorne. Und beim 100 km/h fahren passiert es auch mal, dass Insekten dagegen fliegen. Und auch viel Dreck. Und ich habe irgendwoher gehört, dass du mal richtig darauf Bock hättest, da so ein bisschen abzulecken, oder? Ja, das ist ja schon ein tolles Niveau, was hier an den Tag gelegt wird, ne? Jo. Das Gute ist, jetzt kann ich Skim halt direkt danach wieder heimzahlen und muss nicht ein ganzes Video warten. Einfach hier so hochlecken einmal. Machst du das jetzt ehrlich? Ey, das ist unnormal dreckig. Ja, ich muss das ja, ne? Aber... Ja, auch nicht zu trinken. Deine Zunge. Man sieht auf jeden Fall, wo ich lang geleckt habe. Also, hier ist der Bus auf jeden Fall schon viel saurer. Ich glaube, wir müssen wieder in die Waschanlage fahren. Wir haben jetzt eine Zunge. Egal, du wirst sehen. Wir haben euch ja gefragt, ob wir das Ganze in einem Freizeitpark machen sollen. Und ihr meint natürlich alle, ja. Und deswegen fahren wir jetzt dorthin. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, Maurice so richtig hochzunehmen und mich wahrscheinlich auch. So, wir sind jetzt auf dem Weg, aber ich habe mal kurz angehalten, weil ich eine gute Aufgabe für Kim habe. Und zwar hast du doch bestimmt nichts dagegen, jetzt den Rest zu Fuß zu gehen, oder? Ja. Dann sehen wir uns da. Warte kurz, kann ich erst mal gucken, wie lang das ist? Hast du Lust, jetzt auszusteigen? Ja. Dein Ernst? Ja. So, also mit dem Auto bräuchten wir jetzt noch 18 Minuten. Mal gucken, wie lange Kim zu Fuß braucht. Ich fahr erstmal hin. Hä, bist du blöd? Hä, chill doch mal, bist du blöd gerade? Ich schwöre, es ist gerade sein scheiß Ernst. Ist er dumm? Will er mich verarschen, Mann? Hä, ich rufe ihn an und dann sage ich, hast du Bock, mich abzuholen und zum Luna Park zu fahren? Und dann muss er das machen. Fertig. Ja, dann gehe ich einfach mal zu Fuß. So Leute, 20 Minuten später, ich bin da. Hier hinter mir ist der Luna Park. Wir haben immer so ein Problem mit unserem Auto. Wir können immer nicht in die Parkgaragen dann zu fahren, weil das halt zu hoch ist. Kim hat mich einfach 5-mal während der Fahrt angerufen, aber da kann ich ja leider nicht dran gehen, weil ich ja fahren muss. Aber wir rufen sie mal zurück. Hallo? Hallo, wo bist du? Ey, bist du dumm, warum gehst du nicht an dein scheiß Handy dran, Maurice? Ich musste fahren. Ja, und ey, ohne Spaß. Das ist illegal, Kim. Man darf nicht während der Fahrt ans Handy gehen, das weißt du doch. Wo bist du? Keine Ahnung. Wie lange musst du noch gehen? Eine Stunde oder so. Eine Stunde noch? Bist du irgendwie behindert oder so, Maurice? Ich würde das nicht wissen. Ja, dann muss ich ja die ganze Zeit auf dich warten. Ja, okay, du kannst Bahn fahren, beeil dich ein bisschen, okay? Ist gerade dein scheiß Ernst? Okay, ciao. Ciao. Also ich merke gerade, es war nicht unbedingt die schlauste Aufgabe, die ich Kim geben konnte, weil ich halt jetzt selber auf sie warten muss. Da hinten ist sie endlich, Leute. Da kommt sie. Ich glaube, sie ist voll genervt. Welcome to the Luna Park. Yeah. Hattest du Spaß auf deiner Anreise? Ganz ehrlich, ne, das Zugfahren... Hattest du Spaß auf deiner Anreise? Ja, hatte ich. Maurice, hast du nicht eigentlich Bock, den Eintritt zu bezahlen? Ja. Geil, Alter, der ist schon echt teuer. Und hast du nicht Bock, jedes Mal mit einer falschen Karte zu bezahlen? Also halt erst mit deiner Krankenkassenkarte, mit deinem Führerschein, dann mit deinem Personalausweis, dann irgendwann mit der richtigen. Ja. Schön. $57 pro Person. Geil, Mann. Und das willst du bezahlen? Ja, und zwar mit diesen Karten hier. Oh, was sind das für nice Karten? Bestimmt keine zu bezahlen, oder? Hahaha. Ha, ha. Also beim ersten Mal hat sie gelacht und dann fand sie es nicht mehr so witzig. Also, aber was ist das für ein Idiot, dachte sie sich bestimmt. So Kim, ich glaube, die wollen da gerade ein Foto machen. Hast du nicht Lust, das Bild so richtig kaputt zu machen? Ja. Und die ganze Zeit zu stören, dann los. Ich habe gesagt, das Bild kaputt machen und sich nicht dazustellen. Ich dachte, ich mach's kaputt, indem die mein Gesicht mit drauf haben. Na gut, dann zählt das. Also ihr habt sie gehört, ne? Abonniert auf jeden Fall diesen Channel. Ich finde, du siehst heute irgendwie ein bisschen langweilig aus. Dir fehlt so ein bisschen Farbe. Darf ich mich in die Sonne stellen? Nein. Da hinten, hinter diesem Gitter, liegen so ein paar Kappen. Hast du nicht Bock, dir mal so eine einfach sneaky zu nehmen? Ja, dann fliegen wir raus. Ja, weil da ein Propeller dran ist. Hä, das ist nicht erlaubt. Stopp! Diebstahl! Und hast du Bock, damit den ganzen Tag rumzulaufen? Ja. Wir fliegen wahrscheinlich echt raus, ne? Kinder, macht das nicht nach. Wir haben hierfür nicht bezahlt, aber es ist Kim schuld. Jetzt nimmt das Ganze hier schon viel mehr Spaß und Freude an, Maurice. Ich bin Maurice. Scheiße, du fliegst, glaube ich, gleich weg!
und hinter uns ist so ein Mitarbeiter, der denkt sich wahrscheinlich, woher haben die jetzt? Der hat richtig geguckt, ne? Woher haben die Mütze her? Die haben wir gewonnen, okay? Die haben wir gewonnen. Also mein Magen ist ein bisschen unruhig. Ich bräuchte mal ein Wasser. Hast du Bock, mir das zu holen? Ah ja. Natürlich ist das nicht meine Aufgabe, Leute, aber wartet ab. Also danke für das Wasser, ne? Ja, das schmeckt voll nach Apfelkuchen, oder? Hä? Probier mal. Findest du, es schmeckt nach Wasser? Ja. Lass mich noch mal probieren. Eindeutig Apfelkuchen. Also hast du nicht Lust, dich zu beschweren, zu sagen, dass das voll nach Apfelkuchen schmeckt und dass du ein neues möchtest? Oh mein Gott. Ja, hast auf Englisch oder was? Ja, okay. Hast du Lust? Ja. Hi. The water tastes like apple cake. It's very weird. Like apple cake. Was the cake was open when you're opening, no? Yes, open. Was it open? Yes, I think it's apple cake in it. I taste it now and then let us know when it's open. Okay, okay. Thank you very much. Oh mein Gott, Leute, was geht ab? Sie hat einfach ein neues Wasser bekommen. Es ist so peinlich, oh mein Gott. Ey, du hast einfach ein neues bekommen. Also ja. Props an die Leute vom Luna Park. Danke dafür. Haben die dir geglaubt, dass das nach Apfelkuchen geschmeckt hat? Er hat irgendwas gesagt. Er so, ja, ja, wenn das offen war und so, dann kann das sein. Ich so, ja, genau, so war das. Du willst ja was trinken, oder? Ja. Und deine Hände sind gerade voll weh, oder? Ja. Okay, du hast bestimmt Bock, das Wasser mit deinen Füßen zu trinken. Ja, voll Bock drauf. Schön. Du weißt doch, wie ungelenkig ich bin. Ich will mal sehen, ob das funktioniert. Hä, du kannst es ja. Oh Mann, meine Unterhose. Los, los nochmal. Ey, wie machst du das denn? Ja, wie soll ich denn machen? Du musst deinen Kopf nach vorne machen. Ja, so. Was? Ey, das muss jetzt. Das Wasser, vorsichtig. Danke, Mann. Meine ganze Unterhose ist nass. Hast du dich eingepinkelt? Ha. Du musst was antworten, hallo. Ja, habe ich. Hinter dir liegt ja so ein kleiner Junge auf dem Boden. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Hast du nicht Lust, dich dazu zu legen? Ja. Er hatte voll Angst vor dir. Echt? Ich habe nur das gemacht, was er gemacht hat. Siehst du das Springseil, was da hängt? Ja. Willst du damit mal Springseil springen? Ja, normal, klar. Warum nicht? Ey, Maurice, wenn wir gleich rausfliegen, ne? Das ist aber nicht meine Schuld, ne? Dann haben wir den Parkplatz umsonst bezahlt. Hast du nicht mal Lust, hier durch den ganzen Park zu hüpfen? Dein Ernst, Alter? Hast du Lust? Ja. Kannst du mir bitte mal die Tasche abnehmen? Ja. Danke. Hast du nicht Lust, durch die Menschenmasse da hinten zu hüpfen? Komm, hängst zurück. Du kannst das ja echt überhaupt nicht. Muss ich das jetzt ehrlich wieder da, oh Gott, da gucken, Leute? Hast du Hunger, Kim? Ja, sehr. Es wird auch langsam Zeit für Food, oder? Ja, da unten liegen Pommes. Hast du Bock, da ein paar von zu essen? Was heißt ein paar? Zwei. Ist das gerade dein Ernst? Ist oh mein Gott, das ist so peinlich. Und, schmecken die noch? Ey, es ist so eklig, der Gedanke einfach, dass irgendwer Fremdes diese Pommes neben den Mülleimer und... Lecker Pommes. Sind die noch warm? Nein. Alter, was ist das für eine asoziale Aufgabe, Maurice? Maurice hat mir gerade noch mal eine gegeben, die besonders exquisit mit dem besten Gewürz der Welt, und zwar Bodendreck ist. Willst du die essen? Ja. Darf ich die vorher abmachen? Nein. Oh, Entschuldigung, ja. Danke. Lecker. Oh, ich schwöre, das ist so widerlich, ne? Oh mein Gott, können wir bitte was richtig... Die schmecken dir doch, oder? Nein. Nein, ja. Die Aktion steckt sich die ganze Pommes rein. Ja, meine ich. Oh Mann, findest du nicht, wir sollten langsam mal was Richtiges essen? Ja, sei mir ehrlich, die haben dir doch noch gut geschmeckt, oder? Pommes gehen doch immer. Ja. Wir wurden eben nett gebeten, dass wir da nicht weiter drin filmen dürfen. Es ist verboten, ich weiß gar nicht warum. Das Ja-Sagen geht auf jeden Fall noch weiter. Ja. Ist ja ein Tag, ne? Deswegen suchen wir uns jetzt erstmal was zu essen. Und währenddessen könnt ihr euch ja mal die Aussicht angucken. Hey Maurice! Ja? Wir gehen ja jetzt was essen, ne? Und hast du nicht eigentlich mal Bock, deinen eigenen Stuhl mitzunehmen? Ja. Ja. Wer stellt hier einen Stuhl hin? Hast du Bock, dann darauf zu sitzen? Du bist so ein asoziales Stück Kacke, hast du Bock, darauf zu sitzen? Dachte ich mir. Aber du hast Bock, den jetzt zu tragen, ne? Ja, ich trage dir den gerne. Danke. Das ist bestimmt von irgendeinem alten Mann, der sich jeden Morgen so genüsslich da hinsetzt, seinen Kaffee trinkt, die Aussicht genießt. Und jetzt hast du alles kaputt gemacht. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, aber du hast bestimmt danach Bock, den wieder dahin zu stellen, oder?
Ja. Ey, wirklich, jeder guckt mich so blöd an, weil ich diesen Stuhl mit mir rumtrage. Denkst du, das liegt an deinem Stuhl? Ach ja, ich habe ja auch noch die Mütze auf. Ja. Vielleicht auch an der Mütze. So, ich habe Kim ihren Stuhl, auf den sie sich gleich setzen wird, übergeben. Ich übergebe mich auch gleich. Aber du hast schon Lust, dich reinzusetzen, oder? Ja, noch normal. Wo möchtest du sitzen? Kannst du dir aussuchen. So kannst du immer überall sitzen. Ja, geil. Hä, die haben dich auch gar nicht so dumm angeguckt. Nee, nur komplett entgeistert, ne? Die so, okay, was macht sie da jetzt? Okay, einfach lächeln und freundlich sein. Alle, die von außen in den Laden reingucken, gucken mich richtig komisch an, weil der Stuhl schon ein bisschen wack aussieht, ne? Wir schaden dem Image von dem Laden voll. Die Leute gucken so komisch, ne? Ey, die dachten jetzt, ich hab den einfach hier rausgeklaut. So, Maurice erfüllt jetzt noch seinen Auftrag. Heute sind echt viele Dinge passiert, die mir echt peinlich waren. Schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer von uns heute am meisten gelitten hat. Seid wirklich mal unparteiisch und schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet einen mega nice Start in das neue Jahr. Geile Silvesterparty und wir freuen uns mega auf das kommende Jahr jetzt mit euch und hatten auf jeden Fall einen nice Start, oder? Ja. Falls ihr Bock auf noch ein Jahr sagen habt, dann hittet auf jeden Fall den Like-Button, denn bei 10.000 Likes machen wir auf jeden Fall nochmal eins. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Tschüss. Yeah.